Sie sind Landwirte aus Leidenschaft, Daniela und Florian Hölzel. Gemeinsam produzieren sie Milch und Milchprodukte in Kilb, als einer von rund 38.000 landwirtschaftlichen Betrieben in Niederösterreich. Seit kurzem sind ihre Waren auch im Kilber Marktplatzl erhältlich. Ein Regionalladen, in dem eine Vielzahl an Produkten aus der Region angeboten werden. Etwa auch jene von Claudia Moore. Sie verwöhnt Kunden mit Köstlichkeiten von Erdbeere und Heidelbeere. Unser Kilber Marktplatzl wird von rund 60 Lieferanten beliefert. Davon kann man sagen, ist gut ein Drittel eigentlich direkt von unserer Gemeinde. Mit diesen vielen Lieferanten können wir eine Produktpalette von zwischen 600 und 650 Produkten anbieten. Das schätzen natürlich unsere Konsumenten sehr und vor allem die Frische und die Qualität der Produkte. Und ganz was Besonderes ist natürlich das, dass viele Konsumenten sogar die Produzenten persönlich kennen. Geführt wird der kleine Regionalladen als Selbstbedienungskonzept. Man setzt auf die Ehrlichkeit von Kundinnen und Kunden. Mit Erfolg. Ein Modell, das sich auch schon in anderen ländlichen Orten bewährt hat. Für die Marktgemeinde Kilb ist das neue Kilber Marktplatzl wirklich ein besonderer Segen, weil es einerseits ein bisher leerstehendes Geschäft wiederbelebt hat und somit auch den gesamten Ortskern neu und zusätzlich belebt. Und weiters ist natürlich sehr, sehr schön, dass die regionalen Direktvermarkter hier ihre Produkte direkt im Ort verkaufen können und das bei der Bevölkerung unheimlich gut ankommt. Dass mit diesen Regionalläden, Abrufverkäufen und Co. genau der Puls der Zeit getroffen wird, zeigt sich auch an der Initiative So schmeckt Niederösterreich. Gleich zu Beginn der Pandemie wurde etwa mit der regionalen Versorgungsbewegung vom Hof zur Haustür begonnen, um Einkaufen mit wenig Personenkontakt zu ermöglichen. Es wird viel mehr Wert gelegt auf die Qualität von regionalen Lebensmitteln und auch auf die nachvollziehbare Herkunft. Und man sieht, es hat eine Steigerung gegeben beim Einkauf von regionalen Lebensmitteln. Und die Initiative So schmeckt Niederösterreich vereint auf ihrer Website soschmecktnoi.at 500 Partnerbetriebe. Und wenn man das nächste Mal einkaufen geht, kann man da vorher schauen und dann kann man regional einkaufen gehen das nächste Mal. Zu den Partnerbetrieben zählen zu einem überwiegenden Teil bäuerliche Direktvermarkter, aber auch Gastronomie- und Lebensmittelmanufakturen. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind bekannt für die nachvollziehbare und hohe Qualität ihrer Produkte und Spezialitäten, aber auch für innovative Angebote. Die niederösterreichische Herkunft ist garantiert. Eine Übersicht samt umfassenden Informationen zur Kulinarik im blau-gelben Bundesland gibt es auf soschmecktnoe.at.